Moin moin, willkommen zur 11. Folge Cities Skylines. Wir sind ja jetzt eine Universitätsstadt und haben auch in der Nähe der Unis hier schon recht viele Wolkenkratzer. Auch mit dem riesen Stein hier macht das optisch, finde ich, schon mal einen anderen Eindruck. Ich habe jetzt noch nicht so mega viel Zeit wirklich in so Feinabstimmung vom Design gemacht. Das werde ich aber noch mal zu einem bestimmten Zeitpunkt tun. So. Wir haben hier 741 Studenten und was wir im Moment noch hoch an Bedarf haben, wäre jetzt Industrie- oder Bürogebäude. Da denke ich gerade mal drüber nach, ob wir vielleicht nicht einmal ein paar Bürogebäude bauen. Die bieten sich, glaube ich, auch ganz gut an in der Nähe von Autobahnen. Bin mir noch nicht ganz sicher, wo wir die hinbauen wollen. Und welche Art von Leute? Ich glaube, da arbeiten ja. Was stand hier? Dicht gesiedelte Gewerbegebiet. Nee, warte. Bürogebiet. Gebildete Bürgerarbeit. Und das sollte über eine Uni verfügen. Die Frage ist, können wir sehen, wo wir unsere Bildung haben? Bevölkerung. Freizeit. Bildung. So. Rot wären quasi diese hier, oder was? Genau, die sind ungebildet und wir suchen nach, ja, entweder nach dieser Farbe oder wirklich dieser ganz hellen Farbe. Was ist jetzt zum Beispiel mit dem hier? Hier haben wir 6 hochgebildet und 13 gut gebildete, aber auch 29 gebildete. Was stand hier nochmal bei dem? Damit genügend qualifizierte Arbeit finden. Gebildete Bürger. Ups, scheiße, was habe ich jetzt? Nein, das wollte ich nicht. Das war so eins, oder? Ich hoffe, das. Scheiße, das wollte ich nicht klicken. Ich hoffe, der reißt das nicht ab. Das heißt, reicht da im Prinzip gebildet, also quasi das Gelbe? Hier sind sogar überall Hochgebildete. Vielleicht sind die schon viel zu viel. Vielleicht können wir auch zum Beispiel hier an der Autobahn das mal ausprobieren. Ich glaube, das werde ich mal versuchen. Ich habe noch die Idee, dass wir hier einen Mini-Kreisverkehr einziehen. Und wir dann quasi von der Autobahn kommen und theoretisch hier so lang können und vielleicht sogar hier wieder raus, wenn das Sinn macht. Das muss ich mal schauen. So, den Kreisverkehr möchte ich etwa hier starten lassen. Und das soll ein. Ups, was habe ich jetzt gedrückt? Weiß. Level Terrain. Elevation, das sah doch gerade back. Sah doch gerade ganz anders aus. Radius. Sehe ich nicht. Ja, wir wollen zweispurig, ist denke ich okay. Und das sieht auch von der Größe, oder können wir 35 machen? Ich glaube, 35 ist gut. So, jetzt machen wir wieder die Autobahnausfahrt hier rein. Ah, was ein bisschen. Ja doch, das müssen wir so. Oh je, jetzt hat er sich aber auch hässlichst verzogen. Wenn ich das wieder lösche, wird er auch nicht wieder gerade. Wie muss er denn jetzt so hässlich aussehen? Vielleicht 35 zu klein gewesen dafür? Oder sind wir da in einem scheiß Winkel angekommen? Probier das nochmal ein bisschen anders. Etwas weiter raus und mit einem 40er Kreisel. Hier lang. Und jetzt versuche ich mal einigermaßen parallel zu der Autobahn zu verlaufen. Und gucke mal, was passiert, wenn wir jetzt hier, wie die das finden, wenn wir hier einfach mal Gewerbegebiete hinmachen. Gucken, was sie davon halten.
Einfach mal als Test. Ich kenne mich mit diesen Gewerbegebieten nämlich noch nicht so gut aus. Wahrscheinlich bräuchten wir auch Wasser hier. Na, nee, ein bisschen haben wir da noch. Ah, da fehlt jetzt ein bisschen was. So. Mal gucken, ich bin nicht sicher, ob die dann hier überhaupt meckern können wegen der Lautstärke und so. Zur Not könnte man hier halt auch noch schallgedingste Autobahnen hinmachen. Weiß nicht, ob das was bringt. Ja, hier sieht man auch, was, wer da drin arbeitet. Ein Hochgebildeter, 3 Gutgebildete und 2 Gebildete. Kein Strom, ja. Ihr müsst euch halt erstmal hier anschließen, ne? Am besten müsst ihr das mal hier bauen. Ich hätte vielleicht nicht erst die hinteren da hinsetzen sollen. Und hier wird wieder im Kreisverkehr geparkt, oder was? Das gefällt mir nicht. Quatsch, nicht da rein. Oh, haben wir hier eine neue Version. 21. September. Was haben wir denn heute? 23. Remove all lane connections. Mhm. Aber keine Ahnung, was das bedeutet. Parkverbot. Nope, nope, nope. Oh, shit. Die muss ich noch upgraden, die Straße. Du einer. Mach mal so eine. Die ist eigentlich schon oversized. Auch die hier ist eigentlich oversized. Egal, ich lasse es mal so. Hier ist eh nicht viel Verkehr, das passt schon. So, jetzt haben sie auch Strom. Aber die Gewerbe, Industrie- oder Bürogebiet-Nachfrage ist noch nicht wirklich dadurch runtergegangen. Müssen wir mal schauen. So, und das zweite, was ich in der Folge machen wollte, ist, wir haben ja schon einmal angefangen, ein bisschen mit Bussen zu arbeiten. Und wir hatten auch kürzlich festgestellt, dass wir extreme Probleme haben, irgendwie eine vernünftige Route in dieses Industriegebiet zu finden. Und, oh, die Teile sind übrigens alle leer, glaube ich. Diese Müllsammelanlagen. Da müssen wir jetzt mal schauen, ob wir mit denen hinkommen. Dadurch, dass wir die jetzt abgerissen haben, haben wir, glaube ich, auch weniger Müllfahrzeuge. Ich weiß nicht, wenn der hier auf Null war und auf Leeren steht, ob dann die Fahrzeuge auch hier was reingebracht haben. Da kenne ich das Prinzip noch nicht, aber genau, meine Idee ist jetzt noch, wir haben ja hier freigeschaltet an Transportfahrtmitteln, Bus, U-Bahn und Zug. Zug würde ich jetzt erstmal schwierig sehen, von hier dahin zu fahren, aber wir könnten eine U-Bahn machen. Und dort gibt es 3 U-Bahn-Stationen. Eine oberirdische, eine erhöhte U-Bahn-Station und eine unterirdische. Und die hat sogar einen relativ kleinen Ausgang nur. Die kann man theoretisch sogar, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwo hier. Ah, ist, ich dachte, das Ganze. Ah, doch, ja, doch. Wenn man hier zum Beispiel nur da so einen kleinen Slot hat, dann kann man das Ding da halt trotzdem hinlegen, weil das halt einfach komplett unterirdisch verläuft. Warum ich es hier nicht bauen kann, das ist mir gerade nicht so klar, weil das sind ja auch nur normale Gebäude, wie das hier auch. Warum kann ich es hier nicht bauen, aber hier? Das muss mir mal einer erklären. Gefälle zu steil, sagt er da. Was haben wir denn hier für ein Gefälle? Hier ist ja die Uni. Vielleicht könnte man das auch direkt neben die Uni machen. Dann würden wir eins von diesen, einen dieser Wolkenkratzer zerstören, aber hätten hier eine echt gute Position, glaube ich. Direkt bei der Uni. Das mache ich mal. So, jetzt haben wir hier unsere Station. Oh, kommen schon welche raus, oder was?
Warum habe ich denn da so viele Leute? Oder sind das jetzt die, die vorher in dem Gebäude waren, die da einfach despawned sind? Und von hier müssen jetzt eigentlich brauchen wir zwei Arten von Routen. Einmal hier so Personenverkehr, die dann zur Uni fahren, aber auch mal Personenverkehr, die in die Industrie fahren. Also vielleicht hier irgendwie noch eine Station, hier noch eine Station und hier eine Station und dann aber zwei Routen. Da muss ich mal reinschauen. So, wir hätten jetzt hier die U-Bahn-Gleise. Warte mal. Also sind die denn... Hä? Das ist doch keine U-Bahn. Ich dachte, eine U-Bahn ist unterirdisch. Bauen sie U-Bahn-Gleise. Was sind das denn? Verbindet U-Bahn-Station mit U-Bahn-Gleisen. Brauche ich hier noch eine zweite Station, dass sie dann hin und her fahren können? Ich baue mal hier eine hin. So. Und jetzt... Linienübersicht. U-Bahn-Werkzeug. Ja, aber warum habe ich das denn noch nicht? 0 von 1. Was muss ich dafür tun, dass ich das kriege? Erstellen Sie U-Bahn-Linien, indem Sie auf Stationen klicken? Ja, habe ich ja. Oder Bahnstation, U-Bahn-Station. Ich glaube, ich muss noch eine normale U-Bahn-Station haben, wo dann quasi die Fahrzeuge erstmal rauskommen. Okay, dann machen wir die einmal hier hinten hin, würde ich sagen. Was habe ich denn hier für Gebäude, dass das hier nicht geht? Oder geht das hier? Oder vielleicht hier? Hier gefällt mir das theoretisch auch. Okay, da kann ich was bauen. Was ist das? Oh, eine Feuerwache. Hm. Oder muss ich einfach die einfach nur nach unten gehen mit der Kamera? Oh, ich glaube, ich muss gar kein oberirdisches Ding bauen. Ich hätte einfach nur den wählen müssen. Und das so verbinden müssen. Na gut. Dann haben wir jetzt halt hier eine oberirdische. Kriegen jetzt hier... Ah, scheiße, mit der anderen Probleme. Kann ich vielleicht hier... Das wird tricky, das wird tricky. Jetzt hier quasi hinter der Straße. Ja. Es geht. Okay, dann muss die Feuerwache hier einmal weg. Geil. Aber nee, nicht bulldozern. Verschieben. Einmal dahin. Warte mal, einspuriges Gleis, U-Bahn-Gleise. Nee, brauche ich ein einspuriges Gleis? Das bringt mir ja nichts, oder? 64, das kostet ein bisschen weniger. Ich glaube, ich brauche U-Bahn-Gleise, ne? Shit, wieso kann ich die nicht ändern? Ist jetzt alles einspurig geworden? Ich bin mir nicht sicher. Nee, aber hier sind zwei Bahnen. Warte mal. Ah, nee, ich könnte es upgraden. Das heißt, ich habe die richtigen gebaut. Okay, perfekt. Dann jetzt von hier dahin. Geil. Und hier müssen wir jetzt wieder runter.
Und jetzt muss ich hier im Industriegebiet noch eine Stelle finden, wo wir es machen. Schon eine grobe Idee. Nur nicht sicher, ob ich mit dem Winkel hinkomme. Wie ihr schon ahnen könnt. Ja, ich mache hier auch mal so eine Station. Ich finde das irgendwie optisch cooler. Wir machen auch mal die Polizeiwache weiter nach links. Hier ist so ein Schnitt, weil das hier hinten eine andere Straße wird. Was ist das für ein Gebäude hier? Unser Kohlekraftwerk. Das können wir ruhig ein bisschen versetzen. Und jetzt können wir das Ding hier besser platzieren. Oh, da sind wir aber schon sehr, sehr nah dran. Wir müssen auch noch hochkommen, ne? Oh shit. Ich glaube, das war zu nah. Ups. Der muss eher so. Ja, sehr gut. Und jetzt von hier. Wieder runter und hier hinten eine schöne Kurve. Ach, hier war es ja auch unterirdisch, okay. So, jetzt haben wir eigentlich eine Linie gemacht mit 4 Stationen. Ja, und jetzt kann ich auch das Ding anklicken. Okay, dann machen wir einmal von hier, nach hier und wieder zurück. Nach hier und das ist die Personalroute, würde ich das jetzt einfach mal nennen. Ne, also nicht Personal, sondern U-Bahn, Uni, nenne ich das mal. Genau, die letztendlich die Leute zur Uni fahren soll. Und jetzt würde ich noch eine zweite machen. Die verläuft etwas anders. Die kommt nämlich jetzt von hier ins Arbeiterding. Ja, eigentlich kann ich sogar zwei machen. Eine, ja, okay, ich mache da zwei und wieder zurück. Und dann machen wir noch eine von hier ins Arbeiterviertel und wieder zurück. Perfekt. Jetzt hätten wir 3 Linien, die dann auch eigentlich immer nur relativ kurze Wege haben. Linienübersicht. Die nenne ich dann, die machen wir mal, keine Ahnung, gelb. Arbeit oder U-Bahn Arbeit 1. Die machen wir auch gelb. U-Bahn Arbeit 2. Okay, und da schauen wir mal, wie das so läuft. Jetzt müssen wir hier vielleicht nochmal gucken, dass die wirklich hier, aber hier haben wir auch Zebrastreifen, die können dann eigentlich hier direkt rüber, oder? Da fahren wir gerade los. Oh, kosten die so viel Strom? Oder haben wir... wir haben hier ein Problem geschaffen. Aber Strom ist trotzdem knapp geworden. Machen wir nochmal einen weiter da rein. Das sieht schon besser, glaube ich, aus. Was haben wir? Ja, wir sind wieder im grünen Bereich. So, haben wir hier Leute stehen. Es ist gerade einer runtergegangen, nicht sonderlich viel. Da kommen aber wieder welche.
bei der Uni. Da. Gehen auch ein paar runter. Ja. Den anderen hatten wir hier. Gehen auch ein paar rein. Also überall wird auf jeden Fall benutzt. Ich weiß auch nicht, ob das ein bisschen dauert, bis sie da hinkommen. Und hier bin ich mir halt total unsicher, ob die so weit dann zu Fuß bis in ihre Industrie gehen. Müssen wir mal gucken. Können wir hier schon mal auf die Linien schauen? Wir haben bei dem Bus 128 und 251. Und hier 101. Ja gut, da fahren aber glaube ich 23 fahren gerade mit. Hier warten 28. Ist noch nicht die Welt. Fahrzeuge, da haben wir auch nur eins zur Auswahl. Jetzt fahren 44 hier mit. Das war jetzt die Arbeit-2-Linie. Gucken wir nochmal auf Arbeit 1. Hier bei der Uni, da haben wir schon mehr. Was haben wir hier? Oh, da war aber gerade hier 90 Stück warten hier. Aber ich kann irgendwie nicht an diese Position springen. Da 150. Oh, da kann er gar nicht alle einladen. Krass. Ja, es kommt. Theoretisch kann ich jetzt hier diesen Slider noch erhöhen, dass ich mit mehr Fahrzeugen fahre. Ich habe ja erst eine U-Bahn. Aber jetzt passt es wieder. 23 plus die 80. Wobei die auch wieder aussteigen. Ja, sieht gut aus. Haben wir bei der Uni auch nur einen? Ne, da haben wir zwei Fahrzeuge, okay. Weil es einfach mehrere Stationen gibt. 1, 2, 3, 4 Stationen. Achso, ja, weil das immer zwei Stationen an der gleichen Stelle sind. Aber müssten die nicht hier auf dieser Linie zumindest optisch direkt nebeneinander sein? Okay, aber wir sind nicht unterdimensioniert. Das scheint erstmal alles gut zu funktionieren. Kostet natürlich entsprechend auch Geld, vermute ich mal. Unterhalt 240 pro Woche. Alleine diese Bahnstation, was kostet so eine überirdische? 160. Die kostet weniger. Macht auch irgendwie Sinn, weil die halt ja dafür den Nachteil haben, dass sie hier oberhalb liegen. Ja, guck mal, hier kommen die jetzt raus und dann sind die direkt hier zur Bushalte gegangen. Vielleicht, keine Ahnung, kommen die von der Arbeit, fahren hier mit U-Bahn hin, steigen dann um in den Bus und, keine Ahnung, fahren hier nach Hause. So soll es doch sein. Und das entlastet schön unseren Verkehr. Das gefällt mir sehr gut. Ja, ich muss immer noch irgendwas gegen die Scheiße da tun. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass hier der Wasserstrom eh sehr schlecht ist. Dass selbst wenn ich... Oh, ich kann nicht mal gucken, was hier hinten für eine Strömung ist. Das ist echt scheiße. Aber ich habe das Gefühl, selbst wenn wir hier hinten irgendwie die Pumpen hinbauen, dass es das Problem nicht behebt. Weil nur weil wir dahin bauen, haben wir nicht automatisch einen Strom, der hier rausfließt. Vielleicht würde es mehr Sinn machen, keine Ahnung, den hier zu kaufen und den oder den und den und dann zum Beispiel hier, keine Ahnung, sogar einen Kanal durchzulassen oder so. Vielleicht bringt das eine Strömung rein. Okay, wir haben immer noch einen hohen Bedarf an Industrie. Die Dinger hier sind okay, bauen sich aber auch nicht aus. Ich weiß nicht, was man... Zur Verbesserung müssen die Gebäude mehr von mehr Dienstleistungen abgedeckt sein. Was heißt das von mehr Dienstleistungen? Und zwei Leute sind sogar überqualifiziert. Und hier ist Crime. Haben wir denn hier in dem Bereich eine Polizei? Ich glaube nicht, ne? Nee, haben wir nicht. Ja, hier und hier ist auch ein Problem. Ich glaube, ich mache mal hier eine hin. Das sollte definitiv was bringen. Wieso wird hier schon wieder geparkt? Oh, der fährt einfach hier. Oh Gott.
Oh Gott, warum fahren die denn hier direkt durch die Bäume? Vielleicht ist so eine Baumallee vor der Schule nicht das Beste. Und hier bitte einmal Parkverbot. Okay, wir brauchen noch mehr Industrie. Ich schmeiß hier einfach mal auf die andere Straßenseite auch nochmal Bürogebäude hin. Ah, ne, den nicht. Nicht im Kreisverkehr. Die wären auch sofort gebaut. Also, ja, und der Slider geht runter. Das, also, die Anzeige stimmt auf jeden Fall, dass man da auch ja, nicht nur so normale Industrie bauen muss, sondern es gehen genauso diese Bürogebäude. Die Frage ist nur, was machen wir hier mit dem, hinten mit dem Ausgang? Also, wollen wir hier irgendwie nochmal rumgehen und dann zum Beispiel hier dran? Das könnte eine Möglichkeit sein. Im Moment ist die Straße ja noch nicht voll. Da ist nicht viel Verkehr. Boah, hier kommt eine Riesenkolonne von Fahrzeugen, die will ich mal verfolgen. Und alle nach rechts. Haben wir hier noch Probleme? Es fließt hier aber ein bisschen kurz gestockt, aber eigentlich fließt es noch gut. Ja, jetzt bin ich noch mal zufrieden. Theoretisch könnte man da irgendwann noch mal einen Kreisverkehr machen vielleicht. Da kommt gerade eine U-Bahn. Kommen jetzt hier welche raus. Es gehen auch viele rein. Da kommen richtig viele. Wo lauft ihr denn zum Beispiel hin? Der läuft nach da. Kann man auch... Und das sind die Ziele. Ja, das sind die Fußziele. Die laufen ungefähr nur bis zur Hälfte, würde ich mal sagen. Eher nicht so zu den hinteren. Also zu denen hier, aber da, ja, ist noch ausreichend. Geiler wäre natürlich, wenn die irgendwie hier direkt in der Mitte wäre. Aber dann gut, dann muss ich vielleicht die Industrie hier nochmal hinbauen. Was haben wir hier? Lautstärke. Ist das diese Straße hier, die auch viel Lautstärke produziert? Oder ist das die Autobahn? Oh. Hier ist viel Lautstärke. Hier ist eigentlich schlecht zu wohnen. Könnte ich da noch irgendwas anderes Sinnvolles bauen? Zum Beispiel, wir hatten doch hier dieses Einkaufszentrum der Mäßigung. Und das ist auch Anforderung für den Bau des medizinischen Zentrums. Vielleicht können wir das, weil wir haben ja gegenüber sowieso schon... warte mal, warum ist das Ding breiter als... Wie ist das ein zu breit? Also 9. Müsste doch eigentlich hier reinpassen an so eine Straße, oder nicht? Offensichtlich nicht. Nee, das scheint zu breit zu sein. Das ist doof. Das hätte ich gerne hier reingebaut. Ich könnte es hier hinbauen, aber das wird dann nicht wirklich das Ziel erfüllen, was ich da haben wollte. Oh, was haben wir denn hier? Expo Center. Und ein Stadion. Ich muss hier irgendwie Wohngebiet wegnehmen und da irgendwas anderes hinmachen, aber ich wüsste gerade noch nicht, was wir da speziell hinbauen könnten. Und wir brauchen wieder mehr Industrie. Wo wollen wir die Industrie haben? Also was ich auf jeden Fall mal in so einem Video gehört habe, ist, dass viele Leute irgendwie den Fehler machen, keine Ahnung, die haben zum Beispiel hier alles grün, dann haben sie meinetwegen hier Gewerbe
und hier Industrie. Und dann machen viele Spieler den Fehler, dass sie einfach die Industrie hier in die Richtung vergrößern und keine Ahnung, das Wohngebiet hier und dann keine Ahnung, in diese Richtung hier Gewerbe oder so. Und dass sich das dann immer weiter zieht, dass man eher so ein bisschen wieder mixen sollte und dann keine Ahnung, hier jetzt zum Beispiel wieder Gewerbe bauen soll. Nicht unbedingt deswegen habe ich jetzt hier die Büros gebaut, aber ja, generell sollte man jetzt nicht irgendwie nur alle Dinge in eine Richtung bringen, wobei ich jetzt hier zum Beispiel Gewerbe eh sowieso mit reingemixt habe. Ja, ich habe ja dieses Gebiet freigeschaltet und hier haben wir so viel Wald. Vielleicht könnte ich hier sonst noch eine Forstwirtschaft jetzt hochziehen. Das würde, glaube ich, gut passen. Und ansonsten, ja, sind wir auch schon 33 Minuten in der Folge. Ich glaube, da gucke ich noch einmal, wie das U-Bahn-Geschäft läuft, wie das Busgeschäft läuft. Und dann mache ich das in der nächsten Folge. Könnten wir mal gucken, ob wir hier nicht Forstwirtschaft, sondern Wald-Dingsbums dahin bauen. Wie nennt sich das? Das hier, Forstindustrie. Doch. Ach genau, ich habe es verwechselt mit Agrar. Aber ja, Forst ist korrekt. Okay, dann schauen wir nochmal auf die Linien. Linienübersicht. Die Busse. 144 Passagiere. Hier stehen immer recht wenig an den einzelnen Haltestellen. Außer an der hier. Da haben wir 114 Stück. Das ist auch genau die hier beim ja, bei der U-Bahn. Aber die anderen sind eher alle ziemlich mau. Wo haben wir denn noch welche? Wir hätten noch hier eine. Dann lange Zeit bis hier nichts. Vielleicht können wir die ein bisschen ziehen. Aber ja, sind eigentlich auch viele ausgestiegen. Bei dem anderen Ding haben wir auch wieder einen so einen Hotspot mit deutlichen Problemen. Der hier. Da weiß ich echt nicht, wie man sowas auflösen soll. Also es gibt ja irgendwie Möglichkeiten, noch größere Busse und so zu kriegen mit, keine Ahnung, DLCs oder Workshop-Items oder was weiß ich. Wie soll ich denn die alle mitnehmen? Vor allem, wo wollen die alle hin? Kann man das sich anzeigen lassen, wenn man hier nochmal drauf geht? Fokus. Nee. Na, der zeigt das auch nicht an, oder? Aber ich glaube, dafür gibt es noch einen Mod, der einen da ein bisschen unterstützt. Aber leider, ja, sieht man nicht, wo der hin will. Was hast du hier? Lärmbelästigung. Ja, scheiße, die Leute werden mir hier krank. Wie sind wir hier medizinisch aufgestellt? Oberschule ist hier hinten schon schlecht. Grundschule gut, Uni gut, BIP ist gut. Außer hier hinten. Ich hätte gerne noch irgendwas Sinnvolles, was ich da bauen kann, aber mir fällt gerade auch nichts Spezielles ein. Ansonsten, ja, da habe ich eh schon einen Park, sonst müssen wir den Park da reinziehen oder so. Ich will hier einfach zwei fette Parks machen gegenüber von den Einkaufsläden. Besser als wenn die Bürger da alle krank werden. Dann machen wir es so. Und die Bürger kriegen wir schon an anderer Stelle irgendwie aufgebaut. Hier haben wir noch einen Verbrecher. Haben wir hier keine Polizeipräsenz? Ja, eigentlich schon. Hier ist das Ding, aber... Das Gebäude muss natürlich diesen ganzen Kreis hier abdecken und ich glaube, das schafft die nicht mehr. Da könnte ich mal überlegen, ob ich so ein Hauptquartier machen will. Ich habe ja eh gut Kohle.
Das hier hat. Streifenwagen werden von der Polizeiwache losgeschickt, um in der Stadt zu patrouillieren und auf kriminelle Aktivitäten zu reagieren. 10 Stück. Das hier hat 25. Das Haupt kann eine große Flotte unterhalten. Ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die großen Gebäude sind nicht wirklich besser als die kleinen, weil 1600, da kann ich halt 3 von den kleinen bauen, dann hätte ich 30 Wagen, zahl weniger in der Woche und ja, keine Ahnung. Ja, okay, ein bisschen mehr Strom habe ich und ein bisschen mehr Wasser, aber egal, ich versuche das mal mit einem großen Hauptquartier hier. Einfach dann, dass wir auch mal eins davon gebaut haben. Was ist das hier? Okay. Die muss dann wahrscheinlich gleich dran glauben, weil das Hauptquartier vermutlich größer ist, ja. Dann mache ich es mal hier hin. Und. Oh, warte mal, das ist. Ist der hier? Nein. Wait. Der hier? Ah, der ist das, okay. Den nochmal abreißen, dass da ein neues Gebäude entstehen kann. So, das sieht auf jeden Fall ein bisschen mehr nach Hauptquartier aus. Mit irgendwelchem Müll hier hinter. Ja, okay, dann nächste Folge wieder mehr wachsen, mehr Gewerbe. Vermutlich hier Forstindustrie. Alles klar, dann hoffe ich, ihr seid nächste Folge wieder dabei. Und wenn ihr noch irgendwie. Jetzt haben wir hier einen Verstorbenen in der U-Bahn. Lol. Wenn ihr noch Tipps habt für den Personennahverkehr, guck mal, diese grünen Linien, die sind gar nicht hier abgebildet. Ich glaube, ich bräuchte noch im Industriegebiet einen Friedhof vielleicht. I don't know. Brauche ich das da? Scheiß. Vielleicht hier? Keine Ahnung. Ich baue mal da einen Friedhof hin. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Auf jeden Fall freuen sich alle. Okay, dann, ja, wie gesagt, hoffe ich, seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich muss auf die Scheiße Acht geben hier. Wir können noch mal gucken, wann ich da diese Wasseraufbereitung, die kriege ich bei 17.000. Vielleicht kann ich ja in den nächsten ein, zwei Folgen vielleicht auch 5.000 neue Bürger irgendwie hier in dem Bereich heranholen und dann können wir das Wasser hier aufbereiten. In dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.